Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit einem neuen Summoners War Wars Video. Am Anfang der Woche treffen wir... Oh, 1069. am Anfang der Woche treffen wir auch noch ausgerechnet auf Blood and Tears. Eine sehr starke Top 10, Top 20, auf jeden Fall Top 50 Gilde. Wir sind jetzt auch in Top 50, aber heute Morgen, als wir die gefunden haben, waren wir noch Rang 120 oder so irgendwas. Also, es wird auf jeden Fall nicht so einfach. Ihr hört vielleicht, Leute mit guten Ohren hören vielleicht im Hintergrund leichtes Rauschen. I'm sorry, mein MacBook muss leider gerade am Strom liegen, weil er noch 12% Akku hat. Aber ich denke, das stört uns nicht. So, geben wir mal unser Bestes. Es könnte sein, dass Heaven heute vielleicht verlieren wird, weil... Ich glaube, die stärksten sind nur noch grün. Und wir haben so gerade hier so drei grüne, die mich nicht verloren. Also ich habe keine Lust hier anzugreifen, aber schauen wir mal rein. Okay, Classic Comp beim ersten. Theomas Orion Kmoon. Davor habe ich eher weniger Angst. Beim zweiten. Oh my fucking God, das ist sowas. So scary. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. No, warum? Okay, schauen wir mal den Plus 1 an. Fucking hell, das ist alles so erschreckend. Okay, ich denke, wir fangen mit dem Plus 1 an. Oh my God, okay. Beginnen wir hier. Ich habe Angst, dass wir alle Einheiten verlieren. Es könnte passieren, aber wir geben unser Bestes. So, da die keinen Attack-Buffer haben, dürfte das hier klappen. Vielleicht, ja, je nachdem, wie schnell die Iris ist und ob sie meine Tiana stunt oder ob sie Silence auf Galeone macht oder was auch immer und so weiter und so fort. Das werden wir dann herausfinden. Aber eigentlich sollte dieses Team klappen. Ich reg dieses Rauschen schon selbst auf. So, unten können wir einfach normalerweise würde ich Ciara Kupfer nehmen, aber da es eine starke Gilde ist, tendiere ich zu... Ich denke, ich bleibe trotzdem bei Ciara Kupfer. Warum ich kurz zu Wind Panda... Also zwei Sachen. Ciara Kupfer... ist gut, aber Wind Panda, mit Wind Panda Leader macht Kupfer mehr Damage. Und je nachdem, wie gut die Gilde ist, ist der Retake einfach sehr tanky und mein Kupfer könnte ihn vielleicht nicht one-shotten. Ich habe dennoch Vertrauen in meinen Kupfer, weil das andere ist wichtiger. Ich habe Angst, dass der Retake mit Speed Leader schneller ist als mein Immensity. Mein Immensity ist zwar bei 200 irgendwas... 232 Speed oder so und ein Retech müsste sehr schnell sein mit 96 Base Speed, aber das habe ich schon mal erlebt und das möchte ich nicht riskieren, weil sonst wäre meine Comp kaputt, wenn er ein Defense Break auf meinem Kupfer landet. Also bleibe ich bei Ciara. Let's go, das ist der erste Plus 1er, mal sehen, ob es klappt. Ich habe Angst. Übrigens, zum Schluss gibt es eine Frage des Tages. Wenn ihr eine Frage habt, einfach Hashtag FDT in die Kommentare schreiben. Die Ciara ist sehr gut vom Speed getuned. Perna nicht, was auch schon zu erwarten war. Luckily, glücklicherweise, hat die Iris nicht Wille von meinem Galeone gestrippt. Ansonsten hätte Galeone dennoch überlebt, weil mein Galeone sehr tanky ist. Aber man weiß nie, ob eine Ciara so oft prockt, dass sie zwei Bomben legt. Das ist natürlich... Bullshit, you fucking idiot. Galeone und diese Perna resisted. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar absolut gar nicht gut. Ich mache ehrlich gesagt das hier. Okay, okay. Nein, Ciara. Na. Boah, und diese Stun. Okay, ich denke, wir haben verloren. Ich denke, wir haben verloren. Das war unlucky. Wenn wir einfach... Ja. Stun Rate, Bullshit und... Gott, seht ihr, wie schnell dieser Retech ist? Das war sowas von unlucky und sowas von Shit. Das Galeone war das einzige Problem. Wenn Galeone das... Also wenn Galeone kein Problem... Also wenn Galeone den Defense Break gelandet hätte, hätten wir das Team besiegt. Aber... So... Keine Chance. Und dann diese Iris mit ihrem dummen Stun. Das kann passieren, aber das war doof. Das war sehr doof. Das Team hier, kein Problem. Ich hoffe, dass Immensity irgendwie überlebt, aber ich denke,
Er wird überleben, weil Ciara wieder bomben kann. Und goodbye, Kmoon. Man, ich wünschte, wir hätten das erste Team, also wir hätten die erste Runde gewonnen, aber ihr habt gesehen, man kann nicht, gegen sowas kann man dann nichts machen. War aber die beste Wahl, die wir hätten treffen können. So, oh my god, damn. Machen wir erstmal den hier. Oben, Classic Team, das ich sehr gern gegen Orions benutze. Malaka, Wind Panda, Emma. Nicht unseren... Oder soll ich ehrlich gesagt... Nee, Satela ist da nicht so gut. Ich nehme lieber Emma. Damit... Ja, ich bleibe erstmal dabei. So, und unten... Stunts, Laika und Gemini. Okay, wow. Stun. Alle können Stun. Also vorausgesetzt, Gemini ist auf Qual natürlich. Aber jeder, also die meisten ruhen Gemini auf Qual. Ein gutes Monster hier wäre vielleicht... Rakuni, dann Kami und sowas wie, boah, der Rakuni kriegt richtig auf den Deckel und vielleicht Ariel. Ja, ich weiß, wir haben keinen Defense Break. Ich zoome ja vielleicht ein anderes Monster für Ariel aus. Chao würde ich sehr gern benutzen, sehr, sehr gern, aber mein Chao hat noch nicht die besseren Runen. Vielleicht kann ich ihn mal Moon Removal Day tauschen, ich weiß es noch nicht. Das werden wir dann herausfinden. Ich denke, wir bleiben dabei. Yes, bleiben wir mal dabei. Mal sehen, ob das Team klappt. Habe ich noch nie in dieser Kombination benutzt. Aber wir werden es herausfinden. Nein. No. Emma, überlebe. Überlebe, Emma. Überlebe. Please. Holy shit. Okay. Wir arbeiten mal an dem Theomas. Wir können das Schild nicht brechen, aber wir procken. Nice. Bombe von Malaka resisted. So. Aber Malaka müsste jetzt eigentlich wieder zum Zug kommen. Ja, Weaken Attack kommen. Sehr gut. Und dann arbeiten wir an Theo oder an Orion? Machen wir mal an Orion ein bisschen. Ja, sehr gut. Theomas hätte... Boah! Ryan, you idiot. Wenn Theomas geprockt hätte, wäre er durch den Stun von der Bombe... So, okay. Ja, wir töten jetzt Dings und dann haben wir nur noch Orion, der auf meine Emma geht. Und ich hoffe, Emma überlebt das. Leider kein Proc. Wir healen jetzt mal. Komm, Orion. Du musst sterben. Los. Okay, Emma braucht nur einen Turn. Kein Proc von Emma. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, dieser Kmoon. Holy shit. Emma. Ihr seht, die Leute haben hier gute Runen. Die haben sehr gute Runen. Sehr, sehr gute Runen. Und wir konnten noch immer nicht diesen dummen Orion töten, weil wir Defense Break drauf haben und ein Panda so gut wie 0 Damage macht. Komm doch ein Proc bitte mal. Nicht schon wieder harmless. Okay, gut. So, jetzt wird Orion sterben und wir müssen irgendwie unseren Panda retten. Und dieser Kmoon resistet diese Bombe. Nicht gut. Und er resistet das auch. Jetzt wird's draufgesetzt. Hilfe, das ist scary. Scary, mein Lieblingsteam hat hier gerade Probleme. Und der ist er auf Nemesis? Okay, er ist auf Nemesis, aber wir haben's... Oh, wir haben es fast hinbekommen. Wir können jetzt Gott sei Dank heilen. Und ja, ich weiß nicht, ich sollte vielleicht den Revenge abmachen, aber ich will den jetzt einfach killen. Wir hätten das Schild sogar strippen können, dann hätten wir ihn schon gekillt. Aber es reicht. Okay, erste Runde gewonnen. Jetzt habe ich Angst vor der zweiten Runde. Rakuni! No, mit diesem Defense Break. Oh, Rakuni. Okay, Rakuni cleansed, Gott sei Dank. So. Ich mache mal erstmal gar nichts. So, und dann arbeite ich als erstes an ihm, weil das ist der Defense Breaker. Ah, jetzt setzt er das zurück. Er cleanst aber Gott sei Dank. Rakuni ist schon tot. Okay, das war's wohl mit Rakuni. Das hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen, weil Dingsbums strippt das jetzt wieder. Und er stunt sogar. Aber gut, ich denke, dass... Na, diese No-Crit-Stunts von... Hey! No, Kami! Komm, Proc einmal. Wir kriegen keine Procs hin.
Wow. Proc. No. Komm. Mein Shit, komm. Kein Proc. Kein fucking Proc. Kami, kriegst du das hin? Please. Das könnte sie hinkriegen. Ich habe Angst vor diesem Leica. Die sind sehr schnell, aber das können wir hinkriegen. Wenn wir mal bitte procken würden. Können wir bitte mal procken? Bitte proc? Null. Null, absolut null. Der Okeanos ist so schnell, weil der Attack-Leiste so durch seinen dritten Skill bekommt, aber proc. Komm, bitte proc einmal. Nein. Ah. Okay, jetzt regt's mich doch auf. Fuck. Mann, ey. Dummes Mistding. Okay, man kann sich nicht auf alle Monster immer verlassen. Unten ist, denke ich, wieder Sierra Kupfer. Dieses langweilige Team ist einfach am sichersten. Ach, Mann, ey. Kami braucht dringend bessere Runen. Aber die Idee dahinter war eigentlich gar nicht so übel. Also, es hätte hinhauen können. Oben, though. Light Attacker. Können alle angegriffen werden. Ich denke, wir bleiben bei... sollen wir Malaka nehmen oder Laika? Oder Trevor? Wir können auch Trevor nehmen. Aber ich denke, der hat eine harte Zeit gegenüber Bestet. Deswegen denke ich, wir nehmen Laika. Ja, nehmen wir Laika. Let's go! Gar nicht so viel überlegen. Das kriegen wir irgendwie hin. Ach Mann, ey. Das Iris-Team war ein bisschen unlucky. Hier das gerade war... Naja, I don't know. Was war nochmal? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Also Kami. Kami war Bullshit. Ja, hat leider meinen Leica gestunt. Aber ich hoffe, das kriegen wir hin. Revenge Dingsbums, okay. Und er hielt schon. What? No! You idiot! So ein Misttyp. Der ist hart. Okay, jetzt kommt mein Dingsbums endlich zum Zug. Diese Vio Bastet. Okay. Wir müssen den zuerst killen, weil das der Reviver ist. Aber ich denke, das Team werden wir einfach besiegen. Ja, das ist kein Problem. Bin mal auf die zweite Runde gespannt. Wie bist du? Okay. Alles klar. Boah, wow, diese Procrate. Okay, ich dürfte wahrscheinlich nicht zu früh sagen, dass wir es easy hinkriegen werden. Ich gebe uns mal Attack-Leiste, weil wir die ganze Zeit angegriffen werden. Und mein Leica kriegt die ganze Zeit Weaken Attack drauf. Er kann schon wieder reviven und cleanst auch noch. Das ist so... Boah, okay, es ist ein bisschen unlucky, muss ich sagen, aber okay, mal sehen. Wir haben noch nicht verloren, noch nicht ge... Bastet! Hör doch mal auf! Okay, so. Gut. Nein, nicht schon wie... Diese Weaken Attack macht Laika echt, also da hat er eine harte Zeit, Damage zu machen. Ich cleanse mal. Aber ja, interessantes Team, sieht man nicht alle Tage. Der ist... Die Bestät ist auch hier MVP, ja? Mit ihr dauerhaften Procs aus dem Stun raus. Jedes Mal. Hilfe. Okay, er ist tot. Gut. Und mit ihrer Weaken Attack auf meinen Laika immer. Aber ja, wir haben es geschafft. Okay, die Bestät kann uns nicht alleine besiegen, auch wenn sie sehr oft geprockt hat. Sie hat einen guten Job gemacht für die Defense. Aber wow, das war crazy, jedes Mal rausgeprockt? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Okay, ich weiß, die Pra landet gleich dort auf unseren Köpfen, aber wir können nichts anderes machen, als den Retech nicht zu snipen. What the fuck? Okay, der Retech ist tanky. Sehr tanky. Aber wir haben noch einen Shot. Ja, weil der Retech Gott sei Dank nicht seinen Defense Break gemacht hat. Man, ey, crazy Run. Und wenn man sowas sieht, dann hat man wieder unbedingt das Verlangen, bessere Runen zu farmen. Und das möchte ich unbedingt. Kein Proc, sehr gut. Erstmal im Duo. Kein Proc, aber auch von meiner Seite. Kein Stun von Pra, das ist sehr gut. Ich lege mal einen Dot auf den drauf, falls der proct. Ja, wie immer, hat er genauso viel Leben wie vor dem Heal. Bitte nicht töten. Bitte. Ah, ja. So, erstmal Retech snipen. Und dann Bombe hier drauf. Und dann aber, also dann killen wir Theomas hier mit. Müsste ausreichen. Ja, es reicht aus. 19.000 plus 5.000 Schaden von der Detonation an sich.
Und ja, okay. Er ist zwar gerade resisted worden, aber ich denke, die Praha wird sterben. Oh, Defense Praha. Nice, also relativ viel Defense hat die drauf, sonst hätten wir Ignore Defense hinbekommen, auch ohne Defense Buff. Solange die nicht viel Defense in den Substats hat. Aber sie hat sehr viel Defense in den Substats. Solange nicht Ciara jetzt 100% resisted wird, dürften wir den Kampf gewinnen. Aber komm schon, Ciara. Du bist das stärkere Element. Die kann wieder healen, oder? Aber komm. Danke, Ciara. Bin stolz auf dich. Also, Kupfer, Windpanda haben uns nicht enttäuscht. Kami hat mich enttäuscht. Ja. Wir haben keinen einzigen Proc von ihr bekommen. Und, ja, Kami hat mich hier enttäuscht und hier hat mich ein bisschen... Na, hier hatten wir ein bisschen Pech. Also da konnten wir nicht viel machen. Galeone hat da halt den Defense Break nicht gelandet und die Iris hatte Clutch Stunts. Sonst hätten wir wenigstens mit Saras die Dots machen können und ja. Aber hier, vielleicht war Ariel nicht die beste Wahl, weil dieser Gemini uns dann strippt und wir die ganze Zeit zurückgesetzt werden. Und Rakuni war relativ schnell Geschichte. Aber ja, Kami braucht einfach bessere Ruhen. Kommen wir jetzt zur Frage des Tages, Hashtag FDT von Len Heger. Hey, wenn ich habe Dover Lichtbomber gezogen und habe keine Ciara, kann man Bomber auch ohne sie verwenden? Erstmal Grats zum Dover, der ist extrem nice und ja, natürlich. Ihr habt es ja gerade gesehen, wie oft ich meinen Malaka, oder ihr seht es immer mal wieder, wie oft ich meinen Malaka einfach ohne Ciara benutze und der klappt einfach sehr gut. Ihr dürft dann nur keinen Bomber gegen einen Varamos oder gegen Monster benutzen, die cleansen, wie zum Beispiel Rakuni oder Velas, die dann den dritten Skill machen können und dann ist eure Bombe weg, bevor sie detoniert ist. Aber ansonsten könnt ihr, Konas, ansonsten könnt ihr, oder Anavel, ansonsten könnt ihr sehr gut Bomben gegen Non-Cleanser-Teams verwenden und dann klappt das natürlich auch sehr gut. So, ich hoffe, euch hat es gefallen, habt ihr mal gesehen, wie Heaven auf den Deckel bekommt. War ein bisschen unlucky, aber ich denke, war trotzdem in Ordnung. Ich hoffe, dass... Ich weiß nicht, ich habe so viele Runen, aber irgendwie bin ich unzufrieden. Und ich will mehr, aber ich muss mich nachher da wirklich hinsetzen, eine Stunde und ein paar Runen verkaufen. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Sonos War Video wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.